Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Video. Es dreht sich um das Thema Expansion eines idealen Gases und wir werden zusammen mit Ihnen eine Konzeptaufgabe bearbeiten. Die lasse ich eben einblenden. Doch vorerst brauchen wir theoretische Grundlagen. Dazu zählt zum Beispiel der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Es besagt, dass jedes System eine innere Energie U besitzt. Diese kann sich nur durch Transport von Energie in Form von Arbeit W und oder Wärme Q über die Grenze des Systems ändern. Dann brauchen wir die Zustandsgleichung. Die Zustandsgleichung erklärt die Abhängigkeit der Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur. Sie ergibt sich außerdem aus dem Boyle-Marinettschen Gesetzes, welches besagt, dass Druck idealer Gase bei konstanter Temperatur und gleichbleibender Stoffmenge umgekehrt proportional zum Volumen ist. Anschließend brauchen wir auch noch das Poissonsche Gesetz. Das Poissonsche Gesetz ist ebenfalls einem dem Boyle-Marionettschen Gesetzes entsprechende Beziehung für adiabatische Zustandsänderungen. Zustandsänderungen im Zusammenhang von Druck und Volumen in Abhängigkeit vom adiabatischen Exponenten K, welcher sich aus der spezifischen Wärme bei konstantem Druck und der spezifischen Wärme bei konstantem Volumen ergibt. Also wenn man die geteilt nimmt. So, jetzt kommen wir zu der isothermen reversiblen Expansion. Das bedeutet, Ausdehnung eines idealen Gases in einem System bei konstanter Temperatur, die jederzeit wieder umgekehrt ablaufen könnte, daher reversibel. So, an folgender Grafik kann man Folgendes erkennen. Wir dehnen ein Gas in einem System von dem Zustand 1 Liter Volumen auf 2 Liter Volumen aus. Dabei ist die Temperatur konstant. Das hängt damit zusammen, dass die Wärme Q aus der Umgebung aufgenommen wird. Für die verrichtete Arbeit Delta W, die nötig war, das Gas auszudehnen, gilt in dem Fall die Gleichung minus N mal R mal T ln Volumenende durch Volumenanfang. So, und nach dem ersten Satz der Thermodynamik ist unsere zugeführte Wärme gleich der verrichteten Arbeit und somit Delta Q gleich minus Delta W. So, unsere Energie ist in diesem Fall 0, also Delta U gleich 0, weil die innere Energie eines idealen Gases nur von der Temperatur abhängig ist, welche bei uns ja konstant ist. So, wir kriegen auch eine Gleichung für den Prozess, bei dem die Wärme in Arbeit umgewandelt wird. Und zwar Wärme Q isotherm reversibel gleich N mal R mal T ln V, also Volumenende durch Volumenanfang, ohne dem negativen Vorzeichen. Schauen wir uns dabei das Diagramm dazu an, so können wir daraus entnehmen, dass die Fläche unter der Isothermen genau der Betrag der Arbeit entspricht. Folgendes noch, hier gilt Druckende mal Volumenende gleich Druckanfang mal Volumenanfang. P mal V gleich konstant und Volumen kann man durch Druck ersetzen. Die reversible adiabatische Expansion unterscheidet sich in erster Linie darin, dass unser System jetzt wärmeisoliert ist. Dies bedeutet, es kann keine Wärme aus der Umgebung bei der Expansion aufnehmen. Die Arbeit für die Volumenänderung wird also der inneren Energie des Gases entnommen. Dabei ist der Druck gleich dem äußeren Druck und unsere Delta Q, also Wärme, ist gleich 0. Bei diesem Prozess kühlt das Gas ab und wir messen eine Temperaturänderung, Delta T, welche sich übrigens durch folgende Formel errechnen lässt. Die lasse ich eben einblenden. Das K im Exponenten ist der adiabatische Koeffizient. So haben wir also die Gleichung Delta U, die innere Energie, gleich Delta W. Also ist unser Delta U der Betrag der verrichteten Arbeit. Die Arbeit wird gerechnet durch die spezifische Wärme bei konstantem Volumen mal Delta T. Zur Lösung der Aufgabe betrachten wir beide Systeme in einem Diagramm und stellen fest, dass die Fläche unter der Isothermen größer ist als die Fläche unter dem Adiabaten. Das bedeutet auch, dass die verrichtete Arbeit größer ist. Und somit wäre dann Antwortmöglichkeit A richtig, wobei
Antwort B und C natürlich nur falsch sein können. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, weil das war's nämlich auch schon. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Tschüss.